Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt eine Nacht nicht mehr gespielt und weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich hin wollten. Tal ohne Wiederkehr, das ist jetzt die Aufgabe, die wir eingestellt hatten. Das war die Hunter-Aufgabe, sage ich mal. Genau. Dann würde ich sagen, dass wir die beiden Aufgaben eben machen. 200 ist ja nicht so weit weg. Hat der mein Schwert automatisch noch drin? Nee. Warum nicht? Und wieso kann ich das nicht einstellen? Hallo? Ah, jetzt kann ich es einstellen. Okay. Ui. Die sieht ja mal cool aus, ne? Die können wir eigentlich mal ausprobieren. Sieht unten gar nicht mal so dolle aus, aber wenn sie dann. Beschworen ist ja schon irgendwie. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Eieiei, das sind doch so einige, ne? Verbessert sein Talent schneller, wenn er seltene Fische fängt. Ja. Ich muss überhaupt erstmal einen Fisch fangen, würde ich sagen. Also. Zeigt. Was? Zeigt im Wartemodus mit R Gegnerinfos an. Ja, das sind meine Heiltränke, aber ist okay. Okay. Vorsicht! Nein! Bist ja richtig in Fahrt! Ich halt. Sag mal, hallo! Was macht der denn hier? Wie greift der denn an? Ja. Sag mal, wie ist der denn jetzt gerade ausgewichen? Hallo? Und wohin hat der anfangs die ganze Zeit hingehauen? Also das war ja jetzt richtig schrecklich hier. Eieieiei. Da hat man schon fast das Gefühl. Übrigens, den Ausdauerbalken, den lasse ich mir jetzt anzeigen. Ich hatte das eingestellt, damit ich weiß, ja, wie lange ich im Endeffekt noch sprinten kann. Ich hatte das auch mit dem Pausenmenü eingestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht so toll. Also ich dachte eigentlich, das wäre, wenn ich blocken soll, dass dann davor ein Pausenmenü kommt. Aber jetzt gerade konnte ich irgendwie gar nicht vernünftig blocken. Ja, ich gebe zu, ich habe mit dem Blocken generell so meine Probleme bei diesem Spiel. Gehen wir was essen? Ja, okay. Nein, ich möchte nichts essen, ich möchte nur mit dem reden und dann weitermachen. Komm mit, So. Nog. Ich kann nicht, muss mal eben was abgeben. Der Fisch in Bei dir, ne? Da muss ich unbedingt Nicht bei noch dem mal hin. Ding. Oh, du bist's, der Fünfzelt. Meine Jungs. Ja. So, perfekt. Dann würde ich sagen. Wollt ihr was essen? Wenn der Magen Nein, ich knurrt, wisst wollte ihr gerade Bescheid. da rein, wo ich drauf gedrückt habe, nämlich auf Select. So, Ungezieferbeseitigung. Das war die andere Sache. Kriegen wir nicht auch nochmal fast 1000 Gil mit? Wo ist denn das? Da. Oh ja. Ist auch nicht besonders weit weg. Das ist doch klasse. Jungs, seid ihr noch da oder seid ihr wieder verbuggt? Ach, ihr Lahmärsche hier. Bewegt euch mal ein bisschen schneller. Die Gegner sind da hinten schon. Wolkenlos. Ja. Ist das. Weiter. Ja, toll. Das waren aber gar nicht die, wo wir hin wollten. Oh. Ich würde schon sagen, war das jetzt schon alles?
Sind die jetzt hinter dem Hügel? Das sieht so aus, ne? Wie groß ist der Hügel? Ja, ich weiß, dass auch Zauber ausgerüstet werden können. Bringt mir aber nichts, wenn er nach dreimal die Zauber nicht mehr benutzt, obwohl ich die noch habe. So, da sind sie. Mal schauen. Die sehen aber schon ein bisschen schwieriger aus. Hallo? Geht's noch? Los geht's. Okay. Los, schick dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Hallo, ich würde gerne was sehen. Vorsicht! Sag mal, wie weichen die bitte aus? Aua! Geht das doch? Los geht's! Oh oh. Wie stark sind die bitte? Ist okay? Ja, ich komm klar. Übernommen. Jemand eine Idee? Schluss jetzt! Noch! Bin dran! Perfekt! Okay, also die weichen unheimlich schnell aus. Das ist ja abartig. Du bist ja richtig in Fahrt! Kinderleicht! Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Am Ende ja, aber das war abartig, als ich angefangen habe. Also, geh mal aus dem Weg, wir müssen wieder zurück. Eieiei, also die Viecher, die sind wirklich ekelhaft. Die bleiben ja gar nicht stehen und nichts. Die weichen ja dermaßen schnell aus. Das fand ich jetzt gar nicht gut und meine Lebenspunkte auch nicht. Und mit der Axt konnte ich komischerweise nicht wirklich viel gegen sie ausrichten. Das fand ich seltsam. Weil die ersten, die waren mit einem Schlag niedergemetzelt. Und... Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Was war das? Da ist jemand erschossen worden. Ich habe Angst, ich schaue mich nicht um. Ich gehe einfach weiter zur Abgabe. So, damit wir das dann nämlich auch schon mal hinter uns haben. Der Wagen ist überholt und betankt. Jetzt kann es jederzeit losgehen. Oh, Dankeschön. Was das heute sein? Beeindruckend. Geld? Also Gil? Wäre nicht schlecht. So, Jungs, ihr seid noch alle wohlauf. Sehr schön. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Nein, ich habe keine Fragen. Man nervt mich nicht immer damit. Ich will einfach nur rausgehen. So, Iris müssen wir treffen. Das ist eigentlich auch der aufstrebende Juwel. Ach so, den Typen wollten wir eigentlich auch noch mal treffen, ne? Ach, das ist doch kacke. Naja, gut. Okay, ich würde sagen, dann machen wir da noch mal schnell ein Abstecher hin. Der Wagen war, soweit ich weiß, aufgetankt, ne? War nicht aufgetankt. Wieso ist der nicht aufgetankt? Ich meine, ich hätte noch getankt. Oder in dem Fall tanken lassen. So. Die ist Mechaniker und hat einen wirklich weißen Fertig. Lappen in Saubere der Tasche. Arbeit, was? Okay, da sieht er jetzt nicht mehr so weiß aus, aber eben sah er ziemlich weiß aus.
Der Tank ist wieder voll. Und wieso steht mein Auto jetzt so blöd hier? Ja, weil es rausgefahren hat wahrscheinlich, ich weiß. Okay, lassen wir uns mal automatisch zum Aufgabenziel buxieren. Ja, das hungrige Kätzchen. Es tut mir immer noch leid, aber sorry. Das Kätzchen muss halt verrecken. Ich kann keinen Fisch fangen. Ich bin da zu doof zu. Wir sind da. Ach, endlich! Jetzt frage ich mich nur, wieso wir direkt angekommen sind. Na, da können wir gleich nochmal nachgucken. Und die Auto-Animation nicht hatten. Liegt das arme Kätzchen immer noch hier oder ist es schon gestorben? Das ist nicht hier. Ach, da hinten. Das Essen hier schmeckt ausgezeichnet. Tut mir leid, Kätzchen. Muss jemand anderen finden, der für dich Fisch fängt. Ich bin da zu dumm zu. Diese schwüle Luft. Willkommen am Galdin Kai. Jo. Sind die preisgekrönt? Ah, schon wieder? Ja. Ja, cool. Wirklich wunderschön. Ich mag meinen Blick gar nicht abwenden. Ach, die meint bestimmt mich. Kann ich hier... Nee, hier unten kann ich nicht rum. Okay, mit wem kann man interagieren, wenn niemand in der Nähe ist? Das müssen die mir jetzt mal erklären. Ah, der Prinz! Gut siehst du aus. Ja, ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach, was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Weißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Wenn das so abläuft wie beim letzten Mal, ist es okay. Da hat uns das Viech ja nicht angegriffen. Ja. Hat der uns jetzt einen Ort gegeben? Doch, da unten. Oder? Wo sind wir jetzt? Nee, ich muss nochmal mit ihm sprechen. Noch giltst du offiziell als tot. Okay. Hoffentlich bleibt so. Dann kannst du ungestört suchen. Nee, wird auch da hinten angezeigt. Ich bin ja auch blöd heute. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Er hat man mal ein paar Stunden das Spiel nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr aber davon. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Guck mal, Mama. Wie schön das Meer glitzert. Ich dachte, da kommt jetzt wenigstens... Guck mal, Mama, das ist der Prinz. Der läuft hier durch, als wäre er der letzte Rocker von Erden. Ich finde es ja schon irgendwie lustig. Er mit seinen, ja, in Anführungszeichen, Hardrock-Klamotten und ist dann der Sohn des Prinzen, genau. Ist dann der Sohn des Königs. Ist schon irgendwie, naja, gleichzeitig sehr skurril, aber auch irgendwie lustig. So, ich will keinen Verleih, weil wir fahren da mit dem Auto hin. Das sind 2 Kilometer. Das ist mir zu weit. So, automatisches Fahren fortsetzen. Jupp. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Aber unser Benzin ist noch voll. Okay. Hey, Nockt! Warum übernachten wir nicht hier? Gibt's hier was Tolles? Warme Betten und ein Dach überm Kopf?
Hier wimmelt's bald von Sichern. Von mir aus. Ignis, hast du gehört? Ja, laut und deutlich. Ich fühle mich jetzt irgendwie dezent verarscht. Ich meine, als ob die nicht im Vorfeld gewusst haben, dass es Abend wird. Toll, und wo ist jetzt hier was, wo wir übernachten können? Was ist mit dir? Bei dir können wir nur einkaufen, ne? Oder können wir da drin übernachten? Moment. Ne, da hinten ist ein Karawan. Ah, ich wusste, ich laufe jetzt wieder in die falsche Richtung. Es bremst das Spiel doch irgendwo tierisch aus, wenn man ständig übernachten muss. Ab ins Bett. Ja, viel haben wir auch nicht gemacht. Das sind die Farben eigentlich ganz schön vom Filter her. Oh. Ja, wenn das schon O macht, dann... Gutes Foto. Ja, das wollte ich auch gerade speichern. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber die anderen... Ja...